Ich mache es morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Das sind Sätze, die jeder von uns kennt. Nach diesem Video gehören sie bei dir der Vergangenheit an. Wieso schieben wir Menschen gerne Dinge? Vielleicht hast du dein Ziel nicht in genug kleinere Teilziele heruntergebrochen. Vielleicht hast du dir zu viel auf einmal vorgenommen und bist jetzt erledigt, weil du es nicht geschafft hast. Das zieht uns runter. Deswegen stopp die Prokrastination, also das ewige Aufschieben. Diese 8 japanischen Techniken helfen dir sofort dabei, den inneren Schweinehund zu überwinden und alles zu bekommen, was du dir vom Leben wünschst. Let's go! Technik Nummer 1 ist Ikigai. Iki steht für im Leben und Gai heißt so viel wie Nutzen. Entdecke deinen Sinn im Leben. Finde etwas, wofür es sich auszahlt, jeden Morgen aufzustehen. Der japanische Psychologe Mikiko Kumano erklärt Ikigai als einen Zustand des Wohlbefindens. Diesen Zustand erreichst du durch die Schnittstelle aus 4 Bereichen deines Lebens. Das, was du gerne machst. Das, wo deine Stärken liegen. Das, was die Welt braucht. Das, wofür du bezahlt werden kannst. Zu dieser Technik habe ich ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke es dir am Ende des Videos in der Infocard. Kommen wir gleich zur Technik Nummer 2, Kaizen. Der Begriff Kaizen ist von dem erfolgreichen japanischen Unternehmer Masaaki Imai geprägt worden. Das ist ein Erfolgsrezept für Unternehmen, das im persönlichen Leben auch einen massiven Einfluss haben kann. Kaizen besteht aus 5 Prinzipien. Kenne deine Ziele, folge deinem inneren Kompass. Trenne dich von allem Müll im Leben, damit du in Produktivität und Effizienz kommst. Hilf anderen Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Sei transparent und authentisch. Dein Fokus soll auf täglichen kleinen Verbesserungen liegen. Du musst nicht alles sofort tun. Mach es dir zum Ziel, dass jeder Schritt, so klein auch ist, ein Fortschritt ist. Drittens, die Pomodoro-Technik. Was nach einem italienischen Kochrezept klingt, ist der Gamechanger für deine Produktivität. Es klingt simpel, hilft dir jedoch dabei, konzentriert zu bleiben. Arbeite für 25 Minuten, dann mach eine 5-minütige Pause und wiederhole das. Nach 3 Einheiten machst du eine längere Pause von 30 Minuten. So bleibst du fokussiert und schützt dich davor, schnell auszubrennen. Viertens, Harahachibu. Ja, ein schwer auszusprechender Name, doch das bedeutet, dass du aufhörst zu essen, wenn du zu 80% voll bist. Das ist genau dann, wenn du zufrieden und nicht mehr hungrig bist. Aber nicht vollgestopft und komplett überfressen. Du wirst merken, dass du mehr Energie für deinen ganzen Tag hast. Kennst du das Gefühl, dass du noch nicht richtig satt bist und einfach weiter isst? Eine halbe Stunde später platzt dir fast der Magen und du fühlst dich müde und willst am liebsten auf der Couch bleiben. Doch warum ist das so? Studien haben bewiesen, dass es nicht dein Magen ist, der dir sagt, dass du genug gegessen hast. Neue Studien zeigen, dass Dehnungsrezeptoren im Darm eine viel größere Rolle beim Völlegefühl spielen als dein Magen. Von diesen Rezeptoren werden elektrische Impulse an dein Gehirn weitergegeben. Und dein Gehirn sagt dir, wenn du nicht mehr hungrig bist. Vor allem im Hypothalamus und im Hinterhirn werden Regionen aktiviert, wenn du voll genug bist. Es braucht ungefähr 30 Minuten, damit dein Gehirn ein Signal erhält, dass du eigentlich voll bist. Das ist genau die Zeit, die Essen braucht, um im Darm anzukommen. Neben den positiven gesundheitlichen Aspekten wie Stabilität des Blutzuckerspiegels, bessere Verdauung und Nährstoffaufnahme, wirkt sich Harahachibu positiv auf deinen kompletten Tag aus. Du hast ein höheres Energielevel, kannst dich besser konzentrieren und produktiver arbeiten. Fünftens, Shoshin. Wort für Wort übersetzt heißt Shoshin Mindset eines Anfängers. Es geht dabei um eine offene Einstellung, Fleiß und das Loslassen aller Vorurteile. Wenn du etwas lernst, auch wenn du schon auf einem fortgeschrittenen Level bist, bleib bescheiden. Lass dich jeden Tag aufs Neue überraschen und nimm nicht an, dass du sowieso alles weißt. Bleib offen dafür, aus jeder Situation zu lernen. Sechstens, Wabi-Sabi. Nicht perfekt zu sein, ist gut. Anstatt dir Gedanken über jedes kleine Detail zu machen, konzentriere dich auf das Wesentliche. Schönheit liegt genau in dieser Imperfektion und das ist überall um uns herum zu finden. Wabi-Sabi lebt von Authentizität und impliziert 3 einfache Wahrheiten. Nichts ist für immer, nichts ist zu Ende und nichts ist perfekt. Für deine To-Do-Liste heißt das, besser es ist erledigt, als du wartest, bis du es perfekt machen kannst. Tu es einfach. Siebtens, Shinrin-Yoku. Das heißt übersetzt Waldbaden. In Japan ist es als eine Art von Therapie weit verbreitet. Es klingt vielleicht etwas ausgefallen, aber seit über 40 Jahren ist Waldbaden in Japan eine bewiesene Form der Therapie. Die Forschungsergebnisse von Dr. Ching Li von der Nippon Medical School haben bewiesen, dass die besondere Luft im Wald einige positive Effekte auf unsere Gesundheit hat. Im Wald ist der Sauerstoffanteil höher und die Bäume produzieren außerdem andere Stoffe, die gut für unsere Gesundheit sind. Ching Li hat bewiesen, dass durch einen Tag im Wald die Killerzellen in unserem Körper, das ist eine besondere Art der weißen Blutkörperchen, um 40% erhöht werden können. So wird das Immunsystem gestärkt, Stress reduziert, die Konzentrationsfähigkeit gesteigert, Regenerationsfähigkeit erhöht und die Schlafqualität verbessert. Ich meine all die Dinge und das vollkommen kostenlos. Also verbring Zeit in der Natur. Achtens, Kakeibo. Bei Kakeibo geht es um Geld sparen. Es ist eine Methode des Finanzmanagements. Dieses japanische Sparprinzip ist schon über 100 Jahre alt und geht derzeit als Finanztrend um die Welt. Der Kern dieser Methode sind diese 4 Fragen. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viel davon möchte ich beiseite legen? Wie viel gebe ich tatsächlich aus? Und wie kann ich diese Ausgaben verringern und optimieren? Damit legst du dir ein einfaches Haushaltsbuch an, das alle diese Daten dokumentiert. Jeden Monat setzt du dich einmal hin und schaust dir deine Ausgaben genau an. So kannst du dir dein Budget easy einteilen und an Orten sparen, an die du vielleicht gar nicht gedacht hast. Wenn deine Finanzen in Ordnung sind, fühlst du dich weniger gestresst und motivierter, andere Ziele zu erreichen. Ich fasse dir jetzt nochmal alle 8 Techniken zusammen, damit du dir gleich einen Screenshot machen kannst. Erstens, Ikigai. Finde deinen Sinn im Leben. Zweitens, Kaizen. Fokussiere dich auf kleine tägliche Verbesserungen.
Drittens, Pomodoro. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Viertens, Harahachibu. Überfrist dich nicht. Fünftens, Shoshin. Behalte dir das Mindset eines Anfängers. Sechstens, Wabi-Sabi. Du musst nicht perfekt sein, tu es einfach. Siebtens, Shinrin-Yoku. Waldbaden. Achtens, Kakeibo. Habe deine Finanzen im Blick. Der innere Schweinehund ist schwer zu besiegen. Ich kenne das nur zu gut aus der Zeit, wo ich noch lieber PlayStation gespielt habe, als mein Leben in die Hand zu nehmen. Nachdem ich mein Leben um 180 Grad gedreht habe, habe ich all meine Erkenntnisse gesammelt. Die Dinge, die für mich besonders gut funktioniert haben. Und diese Dinge habe ich in einer kostenlosen 10-Tage-Anti-Faulheits-Challenge für dich verpackt. Klick direkt auf den Link im Bild, um mehr zu erfahren. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Dein Dennis. Ciao, ciao.